Verlassen, verfallen, aber ohne Zukunft. Das einstige erste Haus am Platz in Eisenhüttenstadt ist nach der Wende von einem Hamburger Unternehmen als, sagen wir mal, Spekulationsobjekt gekauft worden und verfiel weiter. Mitten in der Stadt ein Ärgernis für die Eisenhüttenstädter. Nach langen Verhandlungen kaufte die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft als kommunales Unternehmen das Haus. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen, eher aus kommunalpolitischer Sicht. Jetzt steht die Frage, was machen mit dem einstigen Hotel Lunik? Das Haus ist nicht irgendein Gebäude. Es hat für viele Eisenhüttenstädter einen Erinnerungswert. Hier wurde gut gegessen, getanzt, Jugendwein gefeiert und kennengelernt. Das Hotel Lunik war in der ersten sozialistischen Stadt auf deutschem Boden auch politisch etwas Besonderes. Was also machen? Wieder Hotel, Altenheim oder ein Mix aus vielen Ideen der Eisenhüttenstädter? Denn die kamen reichlich. Der Weg, bis das Gebäude wieder nutzbar ist, wird dauern, auch aus finanzieller Sicht. Doch wer da meint, der Verfall des Hauses geht weiter, irrt. Die Gebäudewirtschaft fördert Projekte, die bereits jetzt im Lunik umgesetzt werden. Neben den vielen Besichtigungen, die stattfinden, kam das Theater Das letzte Kleinod auf die Idee für ein einzigartiges Projekt. Und haben dann davon gehört, dass die GEWI dieses Gebäude übernommen hat. Und dadurch sind wir auf dieses Gebäude aufmerksam geworden. Und der Regisseur und Autor unseres Theaters, Jens Erwin Siemsen, ist dann hier nach Eisenhüttenstadt gereist, hat das Gebäude gesehen und konnte es sich auch von innen anschauen. Und da hat es ihn sofort gepackt, weil wir solche Gebäude mit ihren Geschichten, das ist unser Thema. Die Bürger in Eisenhüttenstadt und auch die Gäste der Stadt haben zu DDR-Zeiten viel in und um dieses Haus erlebt. Zeitzeugen haben den Theaterleuten eine Fundgrube an Erlebnissen bereitgestellt, die dann im Theaterprojekt mündeten. Und die Geschichten, die das Gebäude bzw. die Menschen, die dort gearbeitet haben oder die mit dem Gebäude verbunden sind, die damit zu tun haben, diese Geschichten, das ist das, was uns wirklich interessiert. Und in dem Falle ist es ja eben auch noch ein Stück unserer Historie, die wir im Osten und Westen miteinander haben. Und da sind ganz viele ganz spannende Zeitzeugen und Zeitzeuginnenberichte zustande gekommen. Das war der rote Salon in unserer Zeit damals. Gelbe Gruppe, bitte folgen Sie mir. Und das taten die Besucher dann auch und begaben sich auf eine Reise in die Vergangenheit. 1 bis 2 Tischreihen, die eingedeckt wurden. Die wussten immer, wie viele Hotelgäste sind da. Wie viele Tische müssen wir in etwa vorbereiten. Die Jugendweihen waren immer im Frühjahr. Da war was los. Man konnte ein U stellen und bekam 40 Leute unter. Das haben wir in 2 Etappen machen müssen. Die Feierstunde war meistens im Friedrich-Wolf-Theater. Die Lunik-Spezialplatte. Da waren Steaks drauf, Mini-Wurst, verschiedenes Edelgemüse für 2 Personen. Das Lunik hatte ein bisschen Niveau. Orangen und Bananen gab es immer auf dem Frühstücksbuffet. Die haben wir von Leipzig gekriegt. Weil Leipzig war die zentrale Interhotel. Die gab es draußen nicht. Haben wir reichlich gekriegt. Eben durch langjährige Beziehungen. Dass in jeder Abteilung, in der Konditorei, in der kalten Küche, in der warmen Küche, Fleischerei, alle wussten die Lunikplatte. Jetzt wussten alle, zur Lunikplatte gehört ein Salat dazu. Mit der weißen Kochmütze war der 3 Meter groß, Schweißperlen auf der Stirn, ein Handtuch um den Hals und die Kochweste. Was die Chefkochs damals anhatten, wo die Brustbehaarung rausgeguckt hat und die Ärmel hochgekrempelt. Ruhe!
Es war ein Mitmachtheater in den vielen Räumen des einstigen Hotel Lunik. Die Besucher werden Teil der Inszenierung und konnten dann auch das Tanzbein schwingen, wie damals. Was damals in den Küchen, im Hotelbetrieb und bei den Besuchern von Staatsgästen und Partei und Staatsführung so passierte, bekamen nur wenige in der Stadt mit. Diese Geschichten lagen bis heute in der Vergangenheit. Hier waren auch Chilenen während der Pinochet-Zeit untergebracht und Reisegruppen aus der Sowjetunion. Wir haben viele russische Reisegruppen gehabt. Wir hatten einen Vertrag mit Berlin, mit dem Reisebüro, dass jeden Tag eine kommt. Sich die erste sozialistische Stadt anschauen. Doch es gab auch eine andere Seite der Medaille. Die Mitarbeiter im Hotel Lunik folgten strengen Regeln und wurden überwacht. Die Spätschicht, die hatte eine schwarze Bluse und einen schwarzen Rock an. Kaufen musste man sich das alles selbst. Ich habe mir einen schwarzen Rock in einer Schneiderei anfertigen lassen. Das war ja damals günstig. Es hat genauso viel gekostet wie in einem Laden. In den 80ern, da waren ja hier die Österreicher. Die haben das Konverterstahlwerk gebaut. Die waren auch in Lunik untergebracht. Wir haben welche kennengelernt. Und haben uns dann öfters getroffen mit denen. Aber durfte man nicht sagen, dass man die kennt. Man wäre bestimmt zur Staatssicherheit vorgeladen worden. In Lunik, da haben ja nicht nur die offiziellen Stasi-Mitarbeiter gearbeitet, sondern auch die inoffiziellen, also IM. Ich hatte im Nachhinein meine Stasi-Akte angefordert. Da stand der Name drin. Ich habe so geheult. Jedenfalls hatten wir dann Hausdurchsuchungen. Die heimlichen Schnüffler, die gab es in jedem Betrieb. Das hat man schnell mitgekriegt, wer das ist. Ist das gar nicht so bewusst geworden, dass uns einer aushorcht oder sowas. Übersicht über personelle Unsicherheitsfaktoren im Objekt. Kellnerin, namensgeschwärzt, verkehrt mit Bürgern des NSA und der SFRJ. Gute Fachkraft. Kellner nutzt seine Tätigkeit, um in Besitz von Valuta zu kommen. Gesellschaftlich inaktiv. Gezeichnet Genosse Scheid. Im Hotel Lunik ging die Staatssicherheit ein und aus, um nicht nur die Gäste zu bespitzeln, sondern auch die Mitarbeiter. Die DDR-Mark trennte auch damals schon die Eisenhüttenstädter. Einige konnten im Intershop einkaufen, während die große Mehrzahl sich nur den Besuch hier leisten konnte. Einen intensiven Geruch habe ich nie wieder erlebt. Das war eine Mischung zwischen Parfüm, Schokolade, Waschmittel und Süßigkeiten. Viele sind einfach nur reingegangen, um eine Nase voll zu machen, zu bekommen. Es roch nach Westen, wie man so schön gesagt hat. Guck mal, hier riecht nach Westen. Einen Ort gab es in Lunik dann doch noch, wo man ohne Westgeld hingehen konnte, in der Nachbar des Hauses. Täglich war die Bar ausverkauft, von 21 Uhr bis früh um 4. Das Hotel Lunik, ein Ort, den es zu DDR-Zeiten eigentlich nur in Großstädten gab. Doch die erste sozialistische Stadt sollte ein Vorzeigeort sein. Die Versorgung der Bevölkerung war immer besser als im Rest der Republik. Und das war auch im Hotel Lunik so. Das Theaterprojekt bringt viel Vergessenes und auch Nicht-Gewusstes zutage. Am Ende bleibt aber die Frage nach der Zukunft des Hauses. Ein Hotel? Wird es wohl nicht mehr werden.